Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um Ostergrüße und zwar von euch ganz persönlich gestaltete Ostergrüße für Familie oder Angehörige. Das Ganze könnt ihr nachher per Mail als Bilddatei oder vielleicht auch über WhatsApp oder vielleicht auch sogar ganz oldschool als Grußkarte verschicken. Um euch das Gestalten zu erleichtern, habe ich euch 20 Vorlagen schon mal selbst gestaltet. Die bekommt ihr von mir als kostenlosen Download und die könnt ihr dann entsprechend eurer Wünsche personalisieren. Wie das Ganze funktioniert, wo ihr den Download herbekommt und wie ihr das nachher zum Beispiel in Photoshop oder auch jeder anderen Bildbearbeitungsdatei personalisiert, das erkläre ich euch wie in meinem Video. Gerade zu Ostern kann man vielleicht nicht jeden besuchen. Vielleicht nicht die Tante, nicht die Oma. Und da ist eine schöne Grußkarte oder ein Gruß. Heute macht man es ja auch teilweise über WhatsApp als Bilddatei. Immer eine nette Aufmerksamkeit, finde ich. Jetzt habe ich mir da ein bisschen Gedanken für euch gemacht und habe mir dafür solche Enteneier hier besorgt. Die sind nämlich gut zum Fotografieren. Einerseits gehen sie nicht so schnell kaputt und sie sind natürlich auch ein bisschen größer als ein normales Hühnerei. Ich habe mir mal 12 Stück besorgt, habe die entsprechend aufgebrochen hier oben, habe ein altes Osternest hier genommen, was ich noch hatte, wo mal eine Deko drinne lag und bin damit zu mir in den Wald gefahren. Ich habe ein schönes Waldstück, das sieht so ein bisschen verträumt aus, sehr viel Moos auf dem Boden und da habe ich für euch mal einige Fotos gemacht. Diese Fotos habe ich dann für euch als Hintergründe noch mal ein bisschen aufgepeppt und die könnt ihr als Grundlage für euren eigens gestalteten Ostergruß benutzen. Ich habe euch hier 20 Stück mal davon fertig gemacht, unterscheiden sich alle natürlich ein bisschen und das Ganze als ZIP-Datei bei mir auf die Website gepackt als kostenlosen Download. Die Sachen könnt ihr gerne verwenden, nur keine kommerzielle Verwendung, sprich nicht weiterverkaufen. Ansonsten könnt ihr gerne damit frei gestalten, was ihr möchtet und das an eure Lieben, ob auf Facebook oder WhatsApp, wie auch immer, schicken. Dafür ist es gedacht. Das kann man im Übrigen auch ganz einfach selber machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut mal im Netz. Es gibt solche Enteneier jetzt gerade zu Ostern schon ausgepustet. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, welche bestellt. Die waren schon leer, ausgepustet. Die haben eine sehr, sehr robuste Schale. Das heißt, wenn ihr da zum Beispiel mit dem Messer ein bisschen reinstecht und verkantet das Ganze, dann brechen die Eier auf und habt ihr eine schöne, ungleichmäßige Bruchkante. Und das genau ist es, was ich auch auf meinen Fotos haben wollte, um nachher natürlich das entsprechende Bildergebnis zu bekommen. Die Fotos, wie gesagt, 20 Stück habe ich euch vorbereitet und ich gehe jetzt mal mit euch zusammen in Photoshop und dann zeige ich euch mal, wie ihr das ganz einfach, meine Vorlagen ganz einfach mit euren eigenen Fotos und auch Texten personalisieren könnt und damit dann im Endeffekt eine fertige Grußkarte erstellen könnt. Den Download findet ihr auf meiner Website www.ricobest.de und den Link dazu packe ich euch natürlich nochmal in die Videobeschreibung. Wenn ihr auf meiner Seite seid, ihr seht, hier ist die Startseite, dann geht ihr einfach auf Downloads und gelangt dann schon zu den Osterhintergründen. Hier seht ihr es nochmal, 20 Osterhintergründe zum kostenlosen Download. Hier habe ich euch das Ganze nochmal beschrieben und dann könnt ihr euch hier über diesen Download-Button das Ganze kostenlos herunterladen. Ihr seht es hier links unten, wird es jetzt im Hintergrund heruntergeladen. Wenn ihr mit dem Download fertig seid, habe ich euch das Ganze hier mal, zeige ich es euch mal, in einem Ordner schon heruntergeladen. Dann könnt ihr das Doppelklick und müsst die ZIP-Datei einmal entpacken. Ich nutze dafür hier ExpressZIP, ist ein kostenloses Programm, könnt ihr euch kostenlos im Web herunterladen. Dann seht ihr schon, das Programm hat mir jetzt schon hier meine Bilder entpackt. Mit gedrückter linker Maustaste markiere ich sie mir und ziehe sie mir dann hier in diesen Ordner rein und damit sind die Bilder dann auch entpackt. Ich kann euch die Ansicht mal ein bisschen größer machen und dann seht ihr hier schon die Osterhintergründe. Wie wir das Ganze jetzt bearbeiten, zeige ich euch mal in der kostenlosen Photoshop-Version CR2. Photoshop habe ich jetzt hier für euch geöffnet. Wie gesagt, das ist eine kostenlose ältere Version. CR2 hat keinen Support mehr von Adobe, ist dafür aber kostenlos im Web erhältlich. Ihr könnt natürlich auch die aktuelle Version nehmen, falls ihr ein Adobe-Abo habt, geht das natürlich auch. Aber ich möchte ja immer zeigen, wie man das Ganze möglichst ohne irgendwelche Zusatzkosten oder auch irgendwelche Abokosten bearbeiten kann am besten. Und deswegen in dieser Version Photoshop CR2, alte Version. Okay, wir haben hier als eine Ebene mal unseren Osterhintergrund.
Und hier möchte ich jetzt diese junge Dame mal quasi in das Osterei hineinsetzen, um damit dann meine Osterkarte zu gestalten. Ich habe hier den Vorteil, dass mein Foto schon einen weißen Hintergrund hat. Das heißt hier, die junge Dame ist eigentlich ja schon freigestellt. Wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr das vielleicht vorher freistellen oder könnt es nachher hier auch gleich mit der Methode, die ich euch hier zeige, im Bild selber freistellen. Ich kopiere mir das Ganze jetzt mal hier rüber, linke gedrückte Maustaste und ziehe mir das hier auf meinen Hintergrund. Dann skaliere ich das ein bisschen, um zu sehen, welche Größe ich brauche. Nehme ich mal die Deckkraft auf 50% und dann skaliere ich mir das Ganze auf, hier oben mal anklicken, dass das die Größen beibehält, die Proportionen. Und dann kann ich mir das Ganze schon mal so ein bisschen hinskalieren auf die Größe, auf die ich es nachher haben möchte. Das ist ungefähr die Größe, die ich haben möchte. Das ist okay, dann bestätige ich mit Enter und mache hier auch meinen Deckkraft wieder auf 100%. Um jetzt unser Foto freizustellen, machen wir erstmal Folgendes. Und zwar habe ich ja hier einen weißen Hintergrund, das ist schon mal sehr gut. Und dann nehmen wir einfach mal das Radieren-Werkzeug hier. Und zwar nehmen wir mal da den magischen Radiergummi mit einer Toleranz von 50% und wenden den hier an und dann ist das schon schön freigestellt. Das passt schon super. Wie gesagt, wenn ihr ein Foto habt, was mehr Hintergrund habt, müsst ihr das natürlich ein bisschen anders freistellen. Dann könnt ihr das radieren oder auch mit einer Ebenenmaske arbeiten, so wie ich das jetzt mache, um das Ganze hier ein bisschen anzupassen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir erstellen uns jetzt erstmal eine Ebenenmaske, damit wir nicht irgendwas wegradieren, was wir vielleicht im Endeffekt noch brauchen. Das heißt, hier von der jungen Dame, die Ebene ist markiert und da erstelle ich mir jetzt eine Ebenenmaske. Ebenenmaske, alles einblenden. Jetzt vergrößere ich mir das Ganze auch nochmal, damit ich ein bisschen besser das Ganze zeichnen kann. Und dann werde ich mir die Deckkraft der oberen Ebene hier, wo die junge Dame drauf ist, mal auf 70% setzen, denn dann sehe ich darunter auch hier meine Eierschale, die ich brauche. Und dann machen wir Folgendes, dann müsst ihr bei alles eingeblendet die Hauptfarbe schwarz haben. Wenn ihr die habt, die Farbe, und ihr nehmt euch dann hier einen Pinsel, dann könnt ihr mit der aktivierten Deckfarbe schwarz hier alle Bereiche wegradieren, die ihr von dem Bild nicht braucht. So, wir vergrößern uns das Ganze auch hier nochmal auf 100%. Und dann möchte ich Folgendes machen, und zwar möchte ich den Arm, der soll mit da bleiben. Der soll jetzt nicht versteckt sein, sondern der soll quasi über die Eierschale drüber hinaus gestreckt sein. Das heißt, ich radiere jetzt hier erstmal alles weg, was ich nicht brauche, was nicht zum Bild dazugehört. Und dann ändere ich hier mal meine Kantenschärfe. Und zwar gehen wir hier mal ruhig auf 100%. Und nach 100 war ein bisschen viel. Gehen wir wieder ein bisschen runter auf 80. Wir noch ein bisschen Übergang haben. Und dann können wir hier ganz einfach lang radieren an den Kanten. Und dann seht ihr es, dann wird hier nämlich meine Eierschale wird dann sichtbar. Hier oben können wir schön lang gehen. Und am Arm, es ist jetzt nicht 100%, ich zeige euch nur mal, worum es mir geht. Gehe ich jetzt hier auch nochmal lang. Und hier ist meine Eierschale, durch die Transparenz sehe ich die ganz gut. Bereiche, die wir jetzt hier übergemalt haben, die können wir einfach durch Wechsel der aktiven Farbe, das heißt wir wechseln jetzt mal die Farbe von schwarz auf weiß, können wir die auch wieder ins Bild bringen. Und zwar gehe ich hier mit der Deckkraft, mit der Größe meines Pinsels ein bisschen runter und dann gehen wir hier nochmal ganz genau lang und dann seht ihr das. Und dann werden genau diese Bereiche, die wir jetzt ein bisschen übermalt haben, die werden dann einfach wieder sichtbar. So, wir wechseln mal die Hauptfarbe wieder in Schwarz und dann machen wir mal den Rest hier fertig. Und zwar gehen wir hier nochmal lang am Arm. Wie gesagt, das ist jetzt nicht 100%, soll auch nur der Veranschaulichung dienen, wie ihr es am besten machen könnt. Ihr könnt es natürlich nachher ganz genau machen, aber damit das Video hier nicht ausartet, machen wir das Ganze mal so. Hier hinten das Kleidchen soll mit sichtbar sein. Ihr seht, hier habe ich wieder eine kleine Stelle übergemalt. Das heißt, die mache ich mir hier wieder sichtbar. Und dann lassen wir das jetzt auch schon mal so. Gehen wir wieder mit der Größe ein bisschen runter auf 25% und mit der Deckkraft dann wieder auf 100%. Na, nicht 10, 100. So, und das war's schon. Damit wäre euer Bild quasi, wir gehen mal auf 15%. Schon fertig. Das heißt, ihr habt euer Foto in den Hintergrund passend eingefügt. Ihr könnt jetzt noch einen Text hinzufügen, frohe Ostern oder frohe Ostergrüße oder was auch immer. Das Ganze könnt ihr euch abspeichern als JPEG-Datei und dann an eure Lieben versenden.
Ihr seht, das Ganze ist ziemlich einfach, funktioniert natürlich nicht nur mit Photoshop, sondern auch mit jeder anderen Bildbearbeitungssoftware, in der ihr zwei verschiedene Bildebenen übereinander legen könnt. Vielleicht habt ihr noch irgendwo ein Foto von euren Kindern oder von euch selbst, vom Haustier, was auch immer. Ich selbst habe nicht nur Fotos von einem Kind genommen, sondern auch von meinem Hund selber und erstellt damit mal eine ganz einfache, coole, außergewöhnliche Ostergrußkarte. Vorlagen, 20 Stück habt ihr zur Verfügung. Lasst euch da mal ein bisschen was einfallen. Vielleicht habt ihr selber solche Karten schon gestaltet, dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, was ihr zum Beispiel dafür genommen habt, wie ihr das Ganze nachher gestaltet habt, welche Software habt ihr verwendet und haben sich diejenigen auch darüber gefreut, denen ihr solch eine Karte geschickt habt vor allem. Wenn euch ansonsten das Video gefallen hat, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.